Ich heiße Leto und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie der Titel von dem Video schon verrät, fliegen wir heute nach Vietnam. Wir möchten euch so, so gerne auf unsere Reise mitnehmen und jedes Ereignis mit euch teilen. Ich kann es kaum erwarten, wieder nach Hause zu kommen, mein Heimatland wieder zu sehen, wo ich geboren und aufgewachsen bin. Also in 5 Stunden fahren wir mit dem ICE nach Frankfurt und von da aus fliegen wir direkt nach Hanoi. Ich kann irgendwie nicht so fassen, dass ich bald meine Familie und meine Freunde in die Arme schließen kann, die eine wichtige Stelle in meinem Leben einnehmen. Das ist nicht mehr eine normale Reise, sondern für mich ist das eine Reise zu einem vertrauten Ort, wo ich einen großen Teil meines Lebens verbracht habe. Und jetzt möchte ich endlich meine Koffer fertig packen. Vor ein paar Tagen haben wir angefangen, die Koffer zu packen. Dieses Mal dürfen wir 90 Kilo mitnehmen. Achso, 90 Kilo. Eine Riesenmenge, ne? 90 Kilo verteilen wir in 3 Koffer. So haben wir die Sachen aufgeteilt. Also ein Koffer voll mit Einzelsachen von uns. Ein Koffer mit also Russmann-Produkte oder die Produkte, die nicht gekühlt werden müssen. Zum Beispiel so Snicker, Schokolade, also die Vietnamesen essen sehr gerne Schokolade, Chiasamen, so Erdnüsse. Ich habe für Opa Hering, Filet in Tomatensoße gekauft. Wir haben richtig, richtig viel Geld für Geschenke ausgegeben. Der Hauptteil von meinem Gepäck ist das, was wir alle lieben: Essen. A lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. Wir suchen gerade einen Kofferwagen, um die 5 Koffer aufzuladen und die dann zum Terminal 2 zu fahren. So, nachdem wir jetzt den Kofferwagen gefunden haben, mussten wir ins Terminal 1. Dort mussten wir uns einen Weg suchen, wie wir zu dem Shuttle kommen. Juhu, wir haben den Check-in von Bamboo Airline gefunden. Jetzt werden wir einchecken, die Koffer abgeben und uns ganz schnell auf den Weg machen zur Sicherheitskontrolle, damit wir ganz schnell zum Flieger kommen. Yippie! So, hier sind wir durch die Passkontrolle. Ja. Als Europäer hat man das Glück, wenn man durch Europa reist, muss man nur das Gesicht scannen lassen. Und ich habe vietnamesisch nicht Pass, und dann muss ich richtig lange warten. Die handliche Kontrolle. Raus aus Deutschland. Goodbye, Germany. Jetzt geht es los. Der Flieger rollt auf die Rolltabrücke, wird rückwärts geschoben auf die Rollbahn. Und dann geht's los. Und wir haben Glück gehabt. Wir sitzen eigentlich da, wo die Familie mit kleinen Kindern sitzt. Und haben ein Glück. Die Leitfernseher. So, wir sitzen im Flieger. Ich bin schon mal total begeistert. Von außen sieht das Flugzeug Hammer aus. Von innen ist es auch nigelnagelneu. Wir haben einen Hammer-Sitzplatz. Direkt zwischen einer Wand, die zur zweiten Klasse geht. Das bedeutet, wir haben total viel Platz. In den normalen Reihen hätte man etwas weniger, aber wir haben, wie in der zweiten Klasse, richtig viel Platz. Das ist schon mal der Knaller.
Wir haben leckeres Essen bekommen. Ich habe sogar zweimal die gleiche Mahlzeit bekommen, weil ich Hunger hatte, habe gefragt, die haben sie mir gebracht. Mein Schatz hat noch Instant-Nudeln bekommen nach Wunsch. Ja, das Personal ist total nett, freundlich, aufgeschlossen und der Flug hat total Spaß gemacht. Es war total leise im Flieger, nicht laut, so wie ich es mir vorgestellt hätte. Der Fernseher war witzig, den habe ich aus dem Sitz oder aus der Sitzseite raufgefahren, angemacht. Es war ein total witziger Flug. Das Essen war wirklich sehr, sehr lecker. Jetzt seht ihr, dass sich das Flugpersonal verabschiedet hat. Und die tragen durchsichtige Masken mit der Bamboo Airline drauf. Ja, es war ein total schöner Flug. Vielen Dank an das ganze Personal. Hallo Schatz, willkommen. Wir sind hier da. Endlich. Und mein Schatz hat sich viel zu warm angezogen. Ja. Dann haben wir eben meine Jacke ausgezogen. Wir haben jetzt in Hanoi 34 Grad. Ja. Das muss irgendwie richtig, richtig warm sein, ne? Ja. Ja, kann man schon draußen sehen. Cool. Die Sonne scheint. Schatz, nimmst du das Handy? So, wir sind gerade im Flughafen Hanoi, wo die Inlandflüge stattfinden. Gerdi beschäftigt sich gerade mit dem Handy. Wir haben eben eingecheckt, unsere Koffer abgegeben und dann sind wir durch die Sicherheitskontrolle gegangen. Alles gut, alles wurde kontrolliert. Und dann, jetzt warten wir darauf, dass wir endlich in die Fliege steigen dürfen. So, früher, wie man von Deutschland nach Vietnam ohne Zwischenstopp fliegen wollte, hatte man nur die Möglichkeit, ein Ticket von Vietnam Airlines zuzulegen. Aber jetzt, wie die Weg sich weiterentwickelt, hat man mehr Auswahl für seine Reise. Dieses Mal haben wir uns für Bamboo Airways entschieden, da wir neue Erfahrungen für unsere Reise machen möchten. Ja. Warum nicht? Versuch etwas Neues, ne? Hey.